Ein Bannett. Ja. Hier mal dieses Arsch-Emote. Von Steve, glaube ich, ne? Der hatte das Arsch-Emote. Und Schattenglas. So, war nicht da unten irgendwo noch eine TM in der einen Höhle? Also Steve Parker. Und den meinte ich. Hallo Pummeluff. Ciao Pummeluff. Ja, Bannett war auch erst mit der Mega-Entwicklung richtig cool. Habe ich auch mal liebend gern auch verwendet. Dieser andere Steve heißt Parker? Peter Parker in real life quasi. So. TM18 Scanner. Das ist aber auch wirklich Scanner? Das ist wirklich Scanner. Wow. Ich muss im Steve mein Spider-Man-Cosplay. Hurra! Ich habe einen TM gefunden. Sie ist wunderschön. Oder so. So. Dann zur Arena. Wobei, nee. Wir gehen nochmal kurz auf die Route hier vor Baumhausen. Da war ja auch an einer Stelle ein Kecleon. Vielleicht hat das auch nochmal irgendwie was Cooles. Da. War es wieder Bonnet? Ja. Schade. Sind das jetzt immer Bonnets bis auf das erste? Ich hätte zumindest noch eins, wo ich es ausprobieren kann. Nö, da ist uns auch nichts weiter. Na gut. Dann heilen und in die Arena, würde ich sagen. Wie können Geister eigentlich irgendwas blockieren? Das dürft ihr euch jetzt überlegen. Eine logische, wissenschaftliche Erklärung, wie ein Geist Luft blockiert. Hinterm Schild auf der Route. Okay. Wo genau? Hinter dem Schild da? Setzt ein Schutzschild ein. Sagt man Geister nicht nach, dass sie eine feste und eine nicht feste Form annehmen können? Weiß nicht. Ich habe noch nie einen Geist gesehen. Und Papunga. Ich hab da so einen Eisstrahl. Geister bestehen aus irgendeiner Art und Weise aus Plasma. Ein Plasma bildet eine Redoxreaktion mit der Luft, die dadurch eine quasi Wand erschaffen und durch die magnetischen Schwingungen. Oder sie fressen einfach jeden, der ihnen zu nahe kommt. Das nehme ich als Erklärung hin. Was macht die Hand auf meiner Schulter? Weiß nicht. Das ist Svenjas Hand. Die surft häufiger mal auf meiner Schulter und massiert mich. Also hier ist kein. Hier ist auch keins. Hier hinter? Kann man dahinter? Nein. Wo soll denn hier noch ein Kecleon sein? Hier hinter? Nö. Links Route bei der Treppe. Wo? Also hier ist schon mal keins drumrum. Hier ist keins. Ich glaube, hier ist kein
Cry war. Ach, ganz da unten. Ach nee, habe ja keinen Bock dahin zu latschen. Dann gehen wir einfach weiter. Und schmeiß ja das Keckchen aus dem Weg. So, war hier nicht noch was? Nein. Nur in Oras. Okay. Arena-Time. Lull darf mal wieder. Was haben wir für eine Arena? Am besten wieder Doppeltypen erstmal, damit wir nicht rausfinden können, was es ist. Ja, Doppeltypen. Aber wir kriegen Volt-Tackle rein. Oder auch nicht, weil ich Mogelieb abbekomme. Und Licht hatten wir schon, ne? Alter, Zobiris, ne? Alter, Zobiris! Ach ja, der Volt-Absorber von Zobiris. Ich erinnere mich. Das hatten wir schon mal. Zobiris hat einfach richtig hart outplayed. Lulls größter Feind. Ja, Lulls größter Feind. Indeed. So, haben wir jetzt eine Geisterarena dann? Ich weiß es nicht. Kam mit dem schon vorbei. Dann schauen wir nochmal. Kultrainer und Gymnast. Zwirklop, ja. Eine Geisterarena. Deswegen sind so viele Banettes hier im Umlauf gewesen. Die sind einfach aus der Arena entflohen. Und deswegen können die Kecleons sich quasi auch unsichtbar machen. Die sind einfach Geister. Punkt. Doch. Too much Zobiris. Die Arena hypt schon für Schild. Achso, wegen dem einen Geister-Typen da. Alles ergibt Sinn. Außer die 1000 Zwirklubs hier. Wehe, Wiebke hat kein Gengar. Das wäre schon nice, wenn sie eins hätte. Boah, wisst ihr noch, der gute Gen 3 Surfer, der nicht deinen Partner trifft? Schöne Sachen. So. Wobei, gut, wenn man so drüber nachdenkt, so eine riesige Flutwelle müsste eigentlich Lull auch mitreißen, aber... Zobiris in dieser Arena. Gerade erst angefangen, schon das dritte Zobiris. So. Immerhin keine Wunderwache Zobiris. Ja. Die Wunderwache Zobiris wäre echt schon ein bisschen gewesen.
So, 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 so. So. Dann Bor. Swift Rage ist schon mal komplett nutzlos, fällt mir gerade ein, weil ich nur normale Kampfattacken habe. Also schon. Wirklich komplett nutzlos. Das wird ein Spaß. Und, naja, Bord kann auch nur so. Glut. Donnerschock. Doppelkick. Muss auch passen, Nebelock und Alpollo. Nebulak, Tranfugel, Zubiris, Zwillicht und Schuppert plus Entwicklungen. Da sind wirklich nicht viele Geister-Pokémon. Aber wenigstens ein Gengar? Werden wir wenigstens das sehen? Echt schade, wenn nicht. So für so eine Geister-Arena. Nein, wir kriegen einfach, weiß ich, unser viertes? Fünftes Zwirklo bisher? All dem Zwirklops. Wait, zumindest habe ich meine Bisse hier. Das ist besser als ein Zwirklop. Zwei Zwirklopse. Und immerhin hoffe ich, dass die keine Zwinger haben. Zyklop ist der Ersatz für Stalos. Ja, wenn da noch mehr von kommen, dann wahrscheinlich schon. Ja, kann so bleiben. Moment. Na schade, ich dachte, vielleicht kann ich mich da durchsneaken. Es gibt viele Flug-Pokémon, das ist so schön, aber du hast mir noch kein einziges gezeigt bisher. Ich glaube, Flug, Geistflug ist. Und hier unser Ballon. Driftlon und Drift Zeppeli. Jetzt hat die Nadel in die Hand rammen. Ansonsten. Haben wir noch andere Geistflug-Pokémon? Ich glaube sonst wohl nicht. Zumindest fällt mir spontan keins ein. So. Ja, ich weiß immer, was ich tue. Ich bin halt ein intellikluger Mensch. So. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal weg. Um mich zu heilen. Denn es wäre ja nicht intellikluge. Schwach gegen die Arenaleiterin zu kämpfen, die dann, keine Ahnung, mit Gengar, Zwirklub und Zubiris ankommt. Eine Koriogelform. Ja gut, die ist auch noch Geistflug. Und Boreos, wenn er Halloween abbekommt. Okay. Wobei ich sagen muss, ich habe Koriogel in meinem Playthrough verwendet. Auch aktiv richtig. Das war zwar schon ziemlich schlecht, aber weil er einfach ja, so seine einzig gute Attacke erst so richtig spät im Spiel gelernt hat. Aber ich habe einen Koriogel benutzt bis zum Ende. So. Ich bleibe mal mit Jan Rage einfach vorne. Let's go. Der Geist kommt erst in der Afterstory. Also ich glaube, ich habe. Boah, ich weiß nicht, ich habe die Form, die ich gerade bekommen habe oder die ich gerade gebraucht habe, dann verwendet. Analyst Dudley. Mit Traunfugil. Das ist schon mal ein okayer Start.
Maskering ist in Usum sogar wirklich gut, ja. Da hat er einen richtig guten Boost bekommen. Danke. Wir haben dann auch noch so eine schöne gelbe Flöte. Ach, meine Bisse. So, mit dem Ding. Gengar! Passt doch, wir haben unser Gengar. Auf welchem Level ist Ihr Signature-Pokémon? Das ist echt gerade auswendig. ...29 ist nicht Signature. Egal. Wenigstens hat sie einen Gengar. Zwirklob. Also bisher ist das Team ziemlich cool. So Traunvögel zum Starten, ein Gengar und ein Zwirklob zwischendurch. Haut bisher rein. Mal überlegen. Biss hat 120 Stärke. Muss der Voltackle ja eigentlich stärker sein. Der hat ja 120 von sich aus schon. Und dadurch, dass Zwirklob kaum KP hat, macht mir das auch nicht so viel Schaden. Noch ein Zwirklob. Okay. Das ist immer noch nicht ihr Signature. Nice, das reicht mit dem Crit sogar für einen One-Hit. Das ist mal wirklich kaum Schaden. So, was hieß jetzt ihr ganz böses Mon? Banette. Ja, das ist ein cooles Team gewesen. So für so einen Geist-Arena-Leiter. Wäre das sechste Gen, wäre das jetzt noch ein Mega-Banette gewesen. Wäre es noch cooler. Einfach weggekrittet. Passt. Prinzipiell keine unterentwickelten Pokémon gehabt. Das war echt ein nice Team. Du hast leider nur Pech gehabt, dass ich ein besseres Team hatte. Ich finde übrigens diese Grenzen, ne, bis wie viel dir die Pokémon gehorchen, immer so unglaublich in die Luft gegriffen. Haha, sagt er bei der Flugarena-Leiterin. Nach dem Motto hier, weißt du, meine Pokémon sind gerade etwas über 30 und die sagt mir jetzt, ja, alle Pokémon bis Level 70 gehorchen dir. Und ich denke mir so, wer hat denn hier bitte Pokémon Level 70 schon? Also in den ersten paar Arenen passt es noch so. Du hast auch keine Ahnung, bis 20, bis 30. Aber ab dann so bis 50. Keine Ahnung, vierte Arena Kanto. Du kriegst deinen Farborden und dann heißt so, ja, den Pokémon gehorchen jetzt bis Level 50. Und du hängst dann gerade so Level 30 rum. 50 hast du in der achten Arena. Ja, es gilt nur für getauschte Pokémon, aber trotzdem. Da packen sie sich bitte von Anfang an Level 100 Pokémon ins Spiel. Ist auch langweilig. So, was haben wir denn gerade Schönes bekommen? Hornbohrer. Moment. Er wollte Willensleser lernen, ne? Ne? Dann kommt er mit seinem giftigen Hörnchen und tut den Gegnern ein bisschen weh. Da ist noch eins. Ja, die Kekleons sind alle Banettes. Giftige
richtige Hörnchen, ich bevorzuge Schokohörnchen. Na gut, dann weiter runter die Route. Nicht, dass wir das jetzt machen würden mit dem Hornbuch, aber... Wobei, gibt es die Fähigkeit Schildlos hier auch schon? Ja, oder? Übrigens hat er recht gehabt, der wirklich ein fliegendes Pokémon. Okay, komm, Energiefokus. War Schildlos? Ist erst eine Viert-Gen-Attacke? Ah, ist Fähigkeit. Scheiße, Mann. Wäre schon witzig gewesen, ne? Schildlos Hornbohrer oder sowas. Einfach alles Instant-Kill. Dragonier. Okay, ist ein Drachentrainer. Dann gehört das Eneko zu dem Banett-Clan. Ja, gut. Das heißt, das geht gar nicht zu anderen Enekos zurück, es geht zu den Banetts zurück. Und lässt sich dort auslachen, weil es schlecht ist. Eneko ist eigentlich tot. Well. Bored. Du hast jetzt schon wieder länger nichts gemacht. Rachsüchtige Puppen und Eneko. Die können doch einfach... Wo führt der Weg mich eigentlich hin? Ich glaube, ich bin noch nie hier durchs Gras entlang gelatscht an der Stelle. Ja, mein Banetts. Puppen mal. Eneko ist in Wahrheit der Anführer der ganzen Banetts. Diese Hand, ne? Hinten, die es an dem Schweif hat. Das ist quasi eine Puppenspielerhand. Ich wusste auch nicht, dass man da durch kann. Und diese Puppenspielerhand kann einfach dann die ganzen Banetts kontrollieren. Hallo Illumise. Das ist die wahre Lore dahinter. Und ein Krümlöffel. Seltsam, wie das Ding eigentlich heißt. Da. Wir könnten gleich auch noch in die Safari-Zone. Und gucken, was wir dort noch so bekommen. Ja, Gen 4 heißt es Krummlöffel, aber hier ist es noch Krümlöffel. Was so seltsam klingt einfach. Hey, ich kann Zerschneider machen. Ich kann, glaube ich, auch einfach auswechseln. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Und hier sind wir wieder mal bei... Warum ist das jetzt effektiv? Warum ist Eis gegen Drachen und Eis gegen Flug sehr effektiv? Bei Drachen würde ich jetzt einfach mal sagen, Drachen sind angelehnt an Dinos und Dinos wurden durch, eigentlich nicht durch die Eiszeit getötet, aber im Endeffekt kam es durch Eis, durch Kälte dann. Und deswegen sind Dinos gegen Eis, also Drachen gegen Eis anfällig. Warum bei fliegenden Dingern? Vögel mögen keine Kälte, weil die Flügel einfrieren. Ja, mit gefrorenen Flügeln fliegt sie schlecht. Das ist gut. Das ist gar nicht mal so blöd. Ja, aber irgendwo sind die Dinos ja schon durch die Eiszeit gestorben, ne? Wenn man bedenkt, als der Meteorit auf die Erde knallte, gut, hat natürlich in dem Umkreis ziemlich viel an Dinos vernichtet. Aber danach wurde es ja quasi kalt. Und das konnten die nicht so ganz ab. Hier gibt es keine Fähigkeitenkapsel. Oder warum Fähigkeitenkapsel? Und die Vögel sind die nächsten Verwandten der Dinos. Das stimmt. Noch mehr Illumise.
Sind die Dinos, sterben sie alle in der Kälte? Kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Zu lange her. Eine Scope-Linse. Das ist okay. Mir ist ins Team. Nein. Schenk mir eine Beere. Was sind eigentlich für Highspeed-Wolken, die da vorbeifliegen? Was habe ich überhaupt gerade bekommen? Die Saudi-Beere? Sicher nicht die Saudi-Beere, aber irgendeine Beere habe ich gerade bekommen.